Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Heart Gold hier in den Alfruinen. Wir gehen nochmal kurz zurück ins in den Supermarkt von Viola City. Und ich weiß, dass ich da ein Fluchtzeug kaufen muss. Gott, jedes Mal, wenn ich mit einer Aufnahme anfange, muss ich erstmal mit dem Gedächtnis kramen, was ich überhaupt machen wollte. Furchtbar ist das. Die nehme ich mit. Dankeschön. Da ist der Markt. Wir benötigen ein Fluchtseil. Guten Tag, ich brauche bitte ein einziges Fluchtseil. Ja, ein einziges. Dankeschön. So, und den ganzen Weg jetzt wieder zurück. So, nachdem wir unsere kleine Besorgung gemacht haben, können wir wieder da zurück in den Steinhaufen da gehen, wenn man das so nennen kann. Na, ein bisschen mehr als ein Steinhaufen ist es dann doch. In die Ruine. So, da wären wir. Fluchtseil und here we go. Tata. Hier haben wir eine Sinelbeere. Eine Pilsifbeere. Ein Energiestaub. Und Heilpuder. Und ein Loch. Hinab, würde ich sagen. Unser... Ich stehe im Weg. Unser Stamm... Hier... Ja, unser Stamm hier. Das ist wirklich sehr schlechtes Deutsch. Ist das hier ein M? Das müsste ein M sein. Meißeln, ja, Meißeln. Nachrichten. Unser Stamm hier meißeln Nachrichten. Das ist schön. Kaum fange ich mit der Aufnahme an, juckt die Nase. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ah ja, klar. So. Und das hätten wir. Moment, ich putze mal eben kurz die Nase, sonst. Ah, das ist so typisch. Kaum fängt man an. So, hier haben wir das Rätsel. Es lebte auf dem Meeresgrund und hielt auf den Augen mit der, auf dem Rücken Ausschau. Was kann das wohl sein? Ich glaube, es war ein Kabuto. Das kommt dahin. Das passt da ganz gut. Na, wir kommen der Sache langsam näher. Vater. Und Kind schon so, ich rette dich, spring hinterher. Wenn du von hier oben heruntergefallen bist, bedeutet das ja im Leben. Du hast tatsächlich das Puzzle der Steintafeln gelöst? Der tut so, als wenn das ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Das ist ja wunderbar. Du scheinst ein Händchen für die Archäologie zu haben. Hier, nimm dieses Inkognito-Heft. Es legt automatisch Einträge für Inkognito an, die du neu gefangen hast. Es wird dir von großem Nutzen sein. Yay. Du kannst irgendeine Präsenz spüren. Sehr genau definiert. Aha. Ich wünschte, so ein Teil hätte ich schon in Platin gehabt, als ich da die Kopfnüsse gefangen habe. Heißt das, ich darf jetzt wieder alle fangen? Naja. Kack, B-Inkognito. Ich habe schlechte Erinnerungen an dich. Das B und das V sehen sich nämlich tatsächlich sehr ähnlich.
beim, die haben beide quasi, sehen fast beide so aus wie eine Acht. Das eine hat das Auge oben, das eine hat das Auge unten. Das eine ist das B und das eine ist das V. Naja, und jetzt jedes Mal, wenn wir so ein Rätsel lösen, so ein Steinrätsel, ich glaube vier davon gibt es insgesamt, gibt es neue Inkognitos und wir können jetzt aber leider noch nicht alle aufdecken. Wir müssen erst noch ein bisschen weiter im Spiel voranschreiten. Naja, hier für eins brauchen wir noch Surfer und für das andere, für die anderen beiden müssen wir, glaube ich, von der anderen Seite kommen. So nah, doch so fern. Hey, krieg ich noch so ein Gelbstück oder ein Grünstück oder keine Ahnung, noch ein Stück? Nicht? Kriegt man ja gar nichts. Außer ein wildes Pokémon. Ein Clash auf Level 9. Das ist doch 13, wäre mir lieber gewesen. Das gibt massig EP, aber hey. Naja. Level up ist Level up. So, ich glaube, damit wären wir fürs Erste hier fertig. Wie weit sind unsere Eier? Das dauert noch etwas, das bewegt sich immerhin schon. Naja, ich weiß, dass in diesen Eiern, die wir vom Castor erhalten haben, nichts drin ist. Außer, also davon abgesehen von den Pokémon, was drin ist. Ja, Julian, ich erkläre gerade etwas. Guten Morgen, Sefi. Julian, Apparat, noch müde? Ich habe neulich ein Saftkorn gesehen. Ich wollte es fangen. Aber der Versuch ging nach hinten los. Naja, kein Grund, sich aufzudrehen. Pokémon fangen ist eben nicht meine Stärke. Naja, jedenfalls, ich weiß, dass in diesen Eiern von Castor nur das ursprüngliche Pokémon drin ist, was wir auch gekriegt haben. Die können nichts Spezielles in irgendeiner Hinsicht. Warte, warum die Eier? Du hast einige gute Pokémon dabei. Die sind bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City so hart trainiert hast. Pokémon Arena war ganz sicher ein besonders gutes Training für sie. Also für Rocky bestimmt. Ja, das ist ein Andenken. Das ist für dich als kleines Andenken an Viola City. Wenn du das einem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke all seiner Attacken vom Typ Pflanze steigen. Ja gut, dass wir so viele Pflanzenattacken im Team haben. Hi. Mein neues Gesicht. Du hältst dich für stark? Gott, ich kann echt nicht mehr lesen. Es tut mir so leid. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ob da bei mir im Hirn irgendwelche Synapsen durchgebrannt sind oder so. Vielleicht soll ich mich auch einfach nur ein bisschen besser konzentrieren. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran. So, Beiratsfatz. Und ein Zubat kommt als nächstes. Natürlich setzt der Superstall ein. Natürlich! Naja, mal gucken, wie lange sich das jetzt dank des Superschalls noch hinauszögert. Ach, gar nicht. Nice. Ich gehe ja aber vom Schlimmsten aus.
Nur, da kommen wir noch nicht hin. Da liegt ein Item für uns. Ich glaube, den Schutz können wir später nochmal gebrauchen. Das war ein ganz schöner Spätflieger. Oder ein Frühflieger, je nachdem. War wohl gerade auf dem Heimweg, da sollten wir es nicht stören. Wenn ich dir sage, und dann hat sie... Was, wie ein Kampf? Eigentlich telefoniere ich gerade. Ach, na gut, ausnahmsweise. So, Ade. Oh, du bist auf großer Reise. Du siehst dir die weite Welt an. Oh, wenn du nichts dagegen hast, hätte ich gern deine Nummer. Lass uns Freunde sein, ja? Ich würde so gern hören, was du auf deiner Reise alles erlebst von mir aus. Ich lasse es dich auch wissen, wenn ich etwas Interessantes höre. Oh, klingt gut. Ist ein Deal. Brücke. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Hardgold gespielt habe und an dieser Brücke vorbeigekommen bin. Es macht Sinn, dass sie da ist. Das ist die Schnellverbindung von Ducatia nach Saffronia City. Aber die war halt früher nicht da zu sehen. Und dementsprechend erschrocken habe ich mich und habe mich gefragt, was das ist, bis mir ein Licht aufgegangen ist. Aber wie gesagt, das macht voll Sinn, dass das Teil da ist. Und das meine ich ernst, wenn das jetzt irgendwie in irgendeiner Weise sarkastisch geklungen hat. War ja klar. Also langsam ist hier mal gut. Ich glaube, die Zubats fliegen gerade alle nach Hause. Was ist hier los? Ich wusste nicht, dass man auch morgens noch Zubats fangen kann. Ich dachte, die werden immer nur nachtaktiv. So, da unten ist noch ein Item. Ich glaube, das war eine TM, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, cool ist aber das. Hallo, Clubwender. TM9 Kugelsaat war es, um genau zu sein. Da dreht man sich einmal um. Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Wir schaffen das schon. Hashtag, wir schaffen das? Los nicht. Oh ja, da war ja was. Ich vergaß. Dann nehmen wir auf die altmodische Art und Weise.
Wir kratzen es zu Tode. Na, wenigstens sinkt das nur die Initiative. Und wir sind trotzdem noch schneller. Gut, dass dieses Felino am Ende so verkackt hat mit seiner Taktik. Das hätte uns fast noch besiegt, hätte ich noch einen Trank geben müssen. Na, das sollte eigentlich nicht ausreichen, um es zu besiegen. Bei weitem nicht. So. Und Biss. Nice, damit kann ich leben. Schauraserei, die braucht eh keiner. Nicht Nahtung oder so? Ja. Ah, sieht aus, als könnte der Kopf nur vertragen. Wir können nur keiner einsetzen. Das ist der Unterschied an der Sache. So, mal heilen. Das hier ist ein beliebter Angelplatz. Sieh dir nur an, wie viele Leute hier am Angeln sind. Kriegst du nicht auch Lust, einmal die Angelrute auszuwerfen? Ich kann dir eine Angel geben, wenn du magst. Also, wie sieht's aus? Geschenken, ja, guck mal nicht ins Maul, du Scheiß. Nehme ich. Werde ich nie benutzen, aber nehme ich. Und zur Angel musst du zuallererst deine Rute auswerfen. Ist das geschehen, solltest du deinen Blick aufs Wasser konzentrieren. Sobald dein Pokémon anbeißt, wird dir ein Ausrufezeichen-Symbol angezeigt. Nun musst du blitzschnell den A-Knopf drücken und an der Angel ziehen. Der Rest erklärt sich von selbst. Probier's doch einfach mal aus. Du kannst deine Angel überall dort zücken, wo es Wasser gibt, wie zum Beispiel am Meer oder an Flüssen. Apriolé! Hallo, toller Tag heute, was? Sammelst du Aprikokos? Ja. Mehr oder weniger. Sehr schön, sehr schön. Auch junge Leute wie du können echte Aprikenner sein, was? Hör mal, ich bin heute echt gut drauf. Hier, ich schenke dir was. Köderbälle halten. Das sind Köderbälle. Ihm wird es dir viel leichter fallen, Pokémon zu fangen, die an deiner Angel angebissen haben. Ach ja, dieser Ball wurde übrigens mit Aprikokos hergestellt. Und weil ich so freundlich bin, habe ich dir gleich zwei Stück davon gegeben. Wenn du noch mehr davon haben möchtest, solltest du nach Azalea City gehen. Da gibt es einen Mann namens Kurt, der aus Aprikokos spezielle Pokébälle für dich anfertigen kann. Ach ja, Aprikokos sind schon toll. So, dann lass mich Blue noch mal ein bisschen kämpfen, damit es die anderen mal ein bisschen einholt. Wir haben da ja noch den Steg, da sind auch noch ein paar Trainer. Ich glaube, da ist auch noch der berühmte Carpador-Trainer mit seinen 6 Carpadors. Die gibt es ja fast jeder Edition. Hi. Im Angeln bin ich gut, aber im Pokémon-Kampf bin ich besser. Ein Goldini. Und es ist schon auf Level 10. Und es kann super schalten. Na, klasse. Hauen wir uns jetzt 10.000 Mal selbst? Nein. Nur 9.000 Mal. Das ging schnell mit der Verwirrung. Nicht, dass ich mich darüber beschwere. So. Weiß gar nicht, wie entwickelt sich Hutut eigentlich? Im 18er Bereich? Halt, junge Leute, denn heutzutage gar nichts mehr von Angeln. Ach, wart's nur ab. Ich zeige dir die faszinierende Welt der Angelkunst. Tauschst du deine Nummer mit mir? Klar. Hurra, ein junger Mensch, der mir seine Nummer gibt. Oh, ich bin so überglücklich. Ja, Julian.
Guten Morgen, Sefi. Julian am Parat. Noch müde? Neulich habe ich ein Taubsi geplättet. Es ist einfach nur da und ließ es über sich ergehen. Na, was soll es doch groß tun? Wir sind eben so stark für diese Welt. Bis später dann. Mag mir wünschen, ich könnte mein Handy auf Stumm stellen hier. Hi. Ah, na toll, jetzt hast du mich erschreckt und mein Ziel hat sich verdrückt. Naja. Es sind nur 5 Pokémon. Das Carpador kann uns nicht allzu viel. Ciao. Gott, Carpador sind echt die EP nicht wert oder die AP nicht wert, die man an ihnen verbraucht. Und die EP, die man kriegt, ist uns auch echt nicht wert. Naja, das Carpador ist immer noch mit 15. Und so sehr viel mehr kann es trotzdem nicht. Na gut, es kann Tackle, aber der Tackle macht jetzt auch nicht wirklich viel Schaden. Ach ja, ich liebe solche Trainer mit lauter Carpador. Die sind die spannendsten Kämpfe überhaupt. Hashtag Sarkasmus! So. Und wer hätte das gedacht? Er hat noch eines. Folterhaut besiegt. Ciao. Naja, die anderen gingen Gott sei Dank schnell. Die haben selbst für das Level 15 Carpador kaum EP bekommen. Meine Pokémon frisch gefangen! Ah, hallo Quapsel! Quapsel habe ich immer sehr gerne gefangen in der Kristalledition. Ein sehr gutes Pokémon für den Anfang. Mal man es in der Kristallversion ja sehr früh fangen auch konnte. Wenn man nachts unterwegs war. Das machte ich sowieso so an der Kristall-Edition. Man hatte am Anfang sehr viele Pokémon gekriegt oder konnte Pokémon fangen, die man in Gold und Silber nicht so fangen konnte. Man konnte gleich zu einfach einen Faunpie fangen, man konnte Quapsel fangen, dann man konnte Fukano gleich am Anfang fangen. Und Teddy Ursa konnte man auch ziemlich am Anfang fangen. Man musste halt nur an den richtigen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Na, ich glaube, ich gebe Blue lieber einen Trank. Nein, nicht noch ein Trank. Einer reicht. Alter, es blubbt uns hier voll. Naja, es sollte gleich vorbei sein. Level 20 entwickelt sich Hut weiter. So. Und damit hätten wir die Trainer hier auch. Sehr schön. Dann gehen wir mal ins Center, würde ich sagen. Hast du da echt nur ein Level abgekriegt? Nein, 2. So.
Nun stimmt's wieder. So, einmal kurz Pokémon heilen, dann können wir auch gleich weiter aufbrechen. Ich glaube, südlich vom Pokémon Center war noch ein Trainer mit einem Habitak und einem Taubsee, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und da gibt es, glaube ich, noch eine Stelle, wo man Zertrümmer einsetzen kann. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da schon mal der Trainer. Wow, dieser Orden. Er ist aus Viola City. Du hast Falk besiegt? Ja, ich habe ihn mit Stein beschmissen. Hat ihm nicht sehr gut gefallen. War ganz witzig. Naja, das sollte Hutut eigentlich hinkriegen. Nummer 1. So, dann kommt jetzt Taubsee Nummer 2 und das letzte müsste dann, wenn ich mich recht in seinen Habitat sein, falls das nicht geändert habe. Ich meine zumindest in der Gold- und Silber- und Kristall-Edition hätte er eins. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Er hatte noch einen Habitat. So. Das liegt doch gut. Blue ist ein toughes Vogel-Pokémon. Da. Meine Erinnerung hat mich nicht getrügt. Ein Seesang. Das können wir Kind schon mal geben. Nein, nicht Bericht. Item. Geben. Die waren hier. Das. Bitteschön. So. Da wir gleich in die Höhle gehen, packe ich Kind schon mal nach vorne. Hier wird sicherlich viele Wanderer geben. Das heißt sicher. Ich weiß, dass hier viele Wanderer drin sind. So, aber wir machen erstmal... Wir machen erstmal eine kleine Pause. Wir sind nämlich schon bei 28 Minuten und die Folgen sollen ja im Rahmen bleiben. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich natürlich wie immer Ciao!